Münster denkt ökologisch. Eine Stadt mit Herz für die Umwelt. Umweltengagement hat zahlreiche Gesichter. Viele Bürger engagieren sich. Sie auch? Dann bewerben Sie sich, denn wir wollen Sie auszeichnen. Sanfte Berührung mit der Umwelt. Das gelebte Motto der Waldschule Münsterland e.V. Also mein Name ist Ina Zinsius. Ich bin ja von der Waldschule Münsterland e.V. und ich gehe mit Kindern in den Wald vor allen Dingen, aber auch ans Gewässer oder in die Wiese, da ist ja auch ganz viel los. Ganz wichtig ist dabei, dass die Kinder nicht unbedingt viel lernen sollen, also verschiedene Fachbegriffe, sondern es geht mehr darum, dass die einfach ein Gefühl wieder für die Natur bekommen. Berichte, die hinterfragen, und das alles für die Umwelt. Ökoplosiv, ein Name ist Programm. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung von Ökoplosiv. Mein Name ist Lina Josef Zahler und ich bin Redakteurin bei dem Magazin Ökoplosiv. Und das Magazin Ökoplosiv ist ein Ökomagazin beim Bürgerfernsehen OWTV. Wir setzen uns besonders auseinander mit Themen wie Ökologie, Umwelt und Nachhaltigkeit. Als Redakteurin von Ökoplosiv die Bürger wirklich anzuregen, aktiv zu werden. Das ist so das größte Ziel, würde ich sagen. Ökologisch denken, umweltbewusst handeln. Die Helfer des Emshofes leben, was sie denken. Also ich heiße Andreas Tepe. Wir sind hier am Emshof, dem Schulbauernhof der Stadt Münster. Der Emshof ist nachhaltig, weil er gerade die jüngere Generation anspricht. Bei den ganzen Schulbauernhöfen, die Deutschland inzwischen hat, sind wir mit einer der Vorreiter, dass wir hier ein Ernährungsprogramm machen, dass wir hier Sachen zeigen von Anfang bis Ende, vom Korn zum Brot, vom Schaf zur Kleidung. Globale Veränderungen erfordern ein lokales Handeln. Der Umweltpreis 2012. Für alle Vereine, Initiativen, Schulen, Kindergärten und Unternehmen, die sich lokal für die Umwelt einsetzen. Bewerben Sie sich jetzt unter www.umweltpreis-münster.de. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ökoplosiv-Sendung. Wenn ihr euch auch für Natur und Umwelt engagiert, dann habt ihr hoffentlich jetzt Lust bekommen, euch mit eurem Projekt beim Umweltpreis Münster 2012 zu bewerben. Um die 17. Folge von Ökoplosiv zu feiern, gibt es ab heute für euch eine kleine Überraschung. Welches Tier könnte das wohl gewesen sein? Die Lösung gibt's am Ende unserer Sendung. Vorher zeigt Lisa uns, was beim Greenpeace Flashmob für mehr Waldschutz los war. Sie war in Münsters Innenstadt unterwegs und hat sich unter die Aktivistinnen und Aktivisten gemischt.
Wir fordern mehr Verantwortung für unsere Urwälder von morgen. Wir müssen uns vor Augen führen. Die Wälder brauchen uns nicht. Unser Leben ist aber vom Bestehen der Wälder abhängig. Deutschland ist ursprünglich ein Waldland. Doch heute dominieren Industrieforste. Echte Urwälder gibt es in Deutschland gar nicht mehr. Der Mensch sägt den Ast ab, auf dem er sitzt. Wie sehen unsere Wälder ohne alte Bäume aus? Wir fordern einen sofortigen Einschlagstopp für alle öffentlichen Buchen- und Laubwälder, die älter als 140 Jahre sind. Greenpeace hat ein Konzept entwickelt. Bis 2020 müssen 10% der Wälder unter Schutz gestellt werden. Die restlichen 90% müssen ökologisch und nachhaltig genutzt werden. Auch Sie können einen Beitrag leisten. Sparen Sie Papier. Wenn Sie Papier nutzen, dann Recyclingpapier. Verwenden Sie langlebige Holzprodukte und achten Sie auf das FSC- und Naturlandzertifikat. Wir wollen Urwälder von morgen schaffen. Also lasst es uns in die Hand nehmen. Echter Waldschutz in Deutschland jetzt! Was soll das für eine Wirkung haben? Wir möchten mit diesem Flashmob darauf aufmerksam machen, dass weniger als 1% der Waldfläche in Deutschland unter Schutz stehen. Ich glaube, dass in Deutschland generell sehr wenig über Waldschutz in Deutschland nachgedacht wird. Wir setzen uns deutschlandweit für Waldschutz ein. Diesen Flashmob machen wir jetzt nur in Münster. Das kam hier die Idee auf und dann haben wir noch andere Gruppen aus Nordrhein-Westfalen eingeladen. Und genau. Erreichen Sie die Mitbürger und Mitbürgerinnen? Das hoffen wir. Es sind ganz schön viele Leute da und laufen hier rum, deswegen hoffen wir, dass wenigstens ein paar was davon mitnehmen. Und das ist einfach unsere große Hoffnung, dass wir damit die Leute ansprechen und halt dadurch, dass was Aktives gemacht haben, auch die Leute besser erreichen. Und wie fühlt man sich so als Baum, wenn man dann auf dem Asphalt liegt? Ja, man liegt da irgendwie auf dem Boden und es ist irgendwie dreckig und es stinkt auch so ein bisschen. Und dann dieses Geräusch, man fühlt sich schon, also... Es war schon ein komisches Gefühl irgendwie, aber dann bemerkt man so, dass alle anderen um einen herum auch liegen und man wird total angeguckt, also es ist ganz ambivalent irgendwie. Also, aber ja, irgendwie das Geräusch fand ich eigentlich am schlimmsten so, weil es ist schon irgendwie ziemlich brutal. Ja. Also da hast du als Baum quasi richtig mitgefühlt? Ja, schon ein bisschen, ja. Mit einer anderen schützenswerten Landschaft hat sich auch Armando beschäftigt. Er war für euch im Emstettener Fenn und hat sich mit dem Direktor des Naturschutzgebiets unterhalten. Wie das Moor aussieht und welche Tiere und Pflanzen es dort gibt, das seht ihr im folgenden Beitrag. Vor ca. 5000 Jahren entstand das Emstettener Fenn, welches, wie der Name schon verrät, in Emstetten im Kreis Steinfurt liegt. Ja, das Emstettener Fenn ist ein Hochmoor, wie man sieht, etwa 5000 Jahre alt und wurde dann hier genutzt von den Emstettenern als Torf, als Brennstoff, deswegen die Torfkohlen. Heute, genauer gesagt seit 1941, steht es unter Naturschutz als erstes Naturschutzgebiet hier im Kreis Steinfurt. Und heute versuchen wir das Hochmoor wieder zu regenerieren, also wieder zu erhalten. Während das Moor über Jahrhunderte intensiv von Menschen genutzt wurde, steht heute dessen Schutz und der Erhalt der zahlreichen gefährdeten moortypischen Pflanzen- und Tierarten im Vordergrund. Ja, hier stehen wir nun auf dem Hochmoor und ich springe jetzt mal in die Höhe. Dann merkt man, dass man hier auf einem Boden steht, der vibriert. Und das liegt eben daran, wir stehen hier auf einer 3 Meter dicken Torfschicht. Diese Torfschicht hat sich im Laufe der letzten 5000 Jahre hier gebildet.
Ja, und nochmal das Problem hier, wenn man nicht richtig Wasser anstaut und wenn man nicht entbirgt, dann wird aus dem schönen Moor schnell wieder ein Wald. Solch ein Birkenwald wie hier hinter uns. Und deswegen die Bedeutung. Hier hat man sauber entbirgt und da vorne ist noch alles voller Birken. Seltene Vogel- und Pflanzenarten und die Weite einer einzigartigen Wasserlandschaft bieten somit einem großen Teilnehmerkreis ein Naturerlebnis der besonderen Art in einem der letzten Hochmoore Norddeutschlands. Und jetzt, wie gesagt, hat man das Problem, wenn man die Birken nicht richtig entfernt mit Stumpf und Stiel, dann gibt es eben wieder Wald und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ein Moor und keinen Wald. Und in einem Moor leben dann die schönen seltenen Spinnen und die vielen Libellen und was nicht alles. Die wir in einem Wald nun eben nicht haben. Es ist die Artenvielfalt, die den Charme eines Naturschutzgebietes ausmacht. Das Emstettener Fähn verfügt über eine solche Artenvielfalt, weil hier Spinnentiere, Insekten und Vögel auftauchen, die auf der roten Liste stehen. Sie sind vom Aussterben bedroht oder eigentlich nur im Süden anzutreffen. Der Sonnentau, eine wirklich fleischfressende Pflanze, hört sich brutal an. Was sie fressen, sind natürlich kleinste Insekten. Wir sind hier in einem Moor und der Moor ist ein extrem nährstoffarmer Lebensraum. Wenn man da überleben will, dann muss man schon Ideen haben. Und hier fängt diese Pflanze Insekten mit ihren typischen Fangblättern. Sehr interessant. Was man hier auch noch schön sieht in der Landschaft, dass die Birken, wenn man nicht auf der Hut ist, immer wieder kommen. Also hier war entbirgt, dann war alles weg. Und wenn man nicht nachentbirgt, kommt in den nächsten Jahren alles zurück. Insofern bleiben wir hier am Ball und bräuchten noch viele Rentner, die mithelfen. Dank der winterlichen Entkusselungsmaßnahmen gibt es deutliche Erfolge im Moor. Es findet zu seiner ursprünglichen Funktionalität zurück. Seltene Pflanzen wie Moosbeere, Rosmarinheide und Torfmoose breiten sich wieder aus. Mit Hackebeil und einer zieht, der andere haut, die werden ja nicht abgeschlagen, sondern mit Stumpf und Stiel entfernt, damit nichts Neues nachwächst. Früher war das noch einfacher, da wollten die Leute Kaminholz haben. Heute gibt es nur noch so ganz dünnes und das ist dann nicht mehr so attraktiv. Wir haben also erhebliche Nachwuchsprobleme. Keiner will helfen. Weitere Informationen über das Emstettener Fenn oder über freiwilliges Helfen beim jährlichen Entkusseln finden Sie im Internet unter www.umweltverbände-emstetten.de. Eins kann ich euch schon mal verraten, das Tier aus unserem Bilderrätsel, das lebt nicht im Hochmoor. Vielleicht habt ihr es ja schon längst erraten, aber für alle, die noch völlig ahnungslos sind, kommt hier die Auflösung. Jetzt sind wir auch schon fast wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Nach dem Abspann noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Das Bürgerhaus Bennohaus verleiht dieses Jahr wieder den Internationalen Bürgermedienpreis. Wer Lust hat, sich zu beteiligen, ist dazu herzlich eingeladen. Ich verabschiede mich im Namen der Ökoplosiv-Redaktion und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Thank you.
Was würdest du mit 1000 Euro tun? Denk besser drüber nach, denn beim zweiten internationalen Bürgermedienpreis gibt es ein Preisgeld bis zu 1000 Euro. Wir suchen deinen Beitrag zum Thema bürgerschaftliches Engagement und Solidarität zwischen den Generationen. Was musst du tun? Produziere deinen eigenen Beitrag, egal ob ein Film- oder Hörfunkbeitrag, und bewirb dich bis zum 31. Juli 2012. Jeder kann mitmachen. Ausgezeichnet werden hervorragende Beiträge von Bürgern in den Kategorien Video und Audio. Mach mit beim zweiten internationalen Bürgermedienpreis. Alle Infos findest du unter www.icm-award.com. Surf vorbei: www.icm-award.com.